Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekirchstiftung.de. Heute mal eine ganz einfache Sache. Wenn ich mit F5 eine Seite lade, dann lädt Google normalerweise nicht die ganze Seite neu, sondern eigentlich nur kleine Teile der Webseite. Habe ich jetzt ein Bild auf die Seite geladen und möchte das aktualisiert bekommen, bringt es mir nichts, wenn ich F5 mache. Ich muss dazu die F12-Taste drücken, um in den Entwicklermodus zu gehen, gehe auf Seite neu laden und halte die Maustaste für 2 Sekunden oder für eine Sekunde gedrückt und dann kann ich jetzt sagen, ob ich die Seite vollständig aktualisieren will oder ob ich sogar den Cache leeren möchte und vollständig aktualisieren möchte. Wenn ich das mache und jetzt die Seite neu lade, dann sind auch Bilder da, die ich eben gerade eben erst hochgeladen habe und die aufgrund von dem gleichen Namen oder ähnlichen von der Seite sonst nicht geladen würden. Ich kann, wie man auch sieht, die verschiedenen Tastenkombinationen machen, eben Strong und R und Strong plus Umschalten R, was ich fast nie eine Möglichkeit finde, weil Strong, Umschalten und die R-Taste, ich finde, da verrenke ich mich so ein bisschen. Genau, auf jeden Fall, wenn ihr eben im Entwicklermodus F12 seid und dann lange auf dem Neuladen bleibt, dann könnt ihr ganz einfach eure Seite aktualisieren und müsst nicht den ganzen Cache leeren. Wunderbar, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video-Tutorial der anderen Art hat euch mal gefallen.